Und willkommen zu einem, ja, zweiten Longplay von Die Siedler 3. Eigentlich hatte ich ja vorgehabt, diese Longplays unkommentiert zu lassen. Halt einfach nur das Gameplay zu zeigen, aber der Abu Dai von der Siedler Maps Wars hatte mich angeschrieben, ob ich das nicht vielleicht auch kommentiert machen könnte. Und ja, da sind wir nun. Okay, ich muss mich mal eben ein wenig orientieren. Wir haben hier einen Turm, aber das Land... Okay, das verwirrt mich jetzt schon mal direkt. Die Türme sind unsere, aber warum gehört uns das Land außenrum nicht? Das ist merkwürdig. Na gut, wie auch immer. Ja, wir spielen die... Map, wie hieß sie jetzt? Ich sehe Rot vom guten Sascha. Ja, Link zur Karte und auch Siedler Map Source, bla, alles in der Beschreibung. Beziehungsweise wahrscheinlich auch irgendwo hier am Rand nochmal zu sehen. Da Siedler 3 ja in 4:3 Format läuft und ich das nicht auf 16:9 strecken will, habe ich mir gedacht, ich mache einen schönen kleinen Rahmen. Und außerdem wage ich mal was, denn es muss ja nicht unbedingt das Video genau in der Mitte sein. Sondern ich habe mir gedacht, ich schiebe das Video einfach mal vermutlich links an den Rand, ich weiß es noch nicht genau. Und ja, mach rechts so ein kleines Fenster, wo ich vielleicht noch ein paar Infos, also ja, die, keine Ahnung, Map-Beschreibung und Links und was auch immer da reinpacke. Also vermutlich, wenn ihr das jetzt seht, dann habt ihr rechts oder auch links, ich weiß nicht genau. Und dass ich jetzt in die Richtung zeige, bringt auch sehr viel, weil das seht ihr sowieso nicht. Jedenfalls irgendwo werdet ihr wahrscheinlich einen kleinen Rahmen haben. Da stehen nochmal, steht das alles verlinkt und alles andere Wichtige. Na gut. Ach ja, und ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das jetzt machen werde. Ich werde wahrscheinlich nicht das komplette Gameplay kommentieren. Ich werde vermutlich zwischendurch einfach mal ein paar Sachen rausschneiden, wenn halt nichts Interessantes passiert oder ja, wenn halt lange Wartezeiten sind, dann kann das sein, dass ich halt irgendwie auch mal einfach eine halbe Stunde überspringe, aber das werdet ihr dann ja merken. So, und ja, das mit den Türmen, das verwirrt mich jetzt irgendwie total. Wie kann mir der Turm gehören, aber nicht das zugehörige Land? Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht erlebt. Na gut. Die hier mache ich auch mal eben zu Pionieren. Da liegen auf jeden Fall Schaufeln und Hämmer. Hier unten liegen auch Schaufeln und Hämmer. Und da sind Sensen und da sind, glaube ich, Angeln. Und das könnten Sägen sein. Nun gut. Ja, da oben liegen noch Bögen. Ich lasse die da erstmal liegen. Das Land werde ich ja sowieso einnehmen, ich denke mal, oder ich hoffe mal, wir werden sie nicht so schnell brauchen. Angetestet habe ich die Map ja halt eben noch nicht. Ich will ja was Neues hier zeigen und kann natürlich auch sein, dass ich erstmal ja ein bisschen am Verkacken bin und vielleicht auch die Map verliere. Ich weiß es ja nicht. Keine Ahnung, wie sich die Gegner verhalten, wir werden sehen. Und wahrscheinlich werde ich sowieso ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen dämlich spielen. Da ich die Erfahrung gemacht habe, wenn man... Habe ich überhaupt... Ach, ich habe hier gar kein Werkzeug. Ja, dann brauche ich auch noch nichts bauen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man spielen soll und gleichzeitig auch noch dabei labern, dann macht man doch leicht mal einige Fehler, beziehungsweise übersieht was oder... Ja, man ist halt jedenfalls nicht so konzentriert, wie man... sein sollte oder wäre, wenn man nicht reden würde. Würde ich hier nicht kommentieren, wäre mir wahrscheinlich auch aufgefallen, dass hier keine Werkzeuge sind und dass ich noch nichts bauen kann. Aber ist ja egal. Na gut. Achso, übrigens, mir ist bewusst, dass da oben links hier in der Ecke die FPS-Anzeige von Fraps mit eingeblendet wird. Und auch aufgenommen, was ja eigentlich nicht so sein sollte. Aber ich wollte sie ungern ausblenden, weil... ja, das macht mich ein wenig nervös, wenn ich nicht sehe, dass die Aufnahme läuft.
dann habe ich immer ein bisschen Angst, dass sie irgendwie dann doch nicht läuft, warum auch immer. Und deshalb lasse ich das da oben einfach mal eingeblendet. Das stört ja jetzt nicht so wirklich, denke ich mal. Ja, und ich überlege auch gerade jetzt schon, ob ich erstmal jetzt schon direkt mal ein bisschen was überspringen soll, denn im Moment können wir ja noch nicht so viel machen. Ich muss erstmal die Gebiete hier verbinden, dass ich... Achso, ich hätte das auch mit Eseln dahin schicken können, fällt mir gerade so auf. Esel haben wir ja hier doch einige rumstehen. Aber ist auch egal, so geht's auch. Jedenfalls, ja, ich überlege, ob ich schon mal direkt ein bisschen überspringen soll. Wobei, mir fällt ja auch ein, wir haben ja auch F12. Ich kann ja auch direkt hier im laufenden Spiel mal eben eine Minute überspringen. Und vielleicht auch noch eine Minute und noch eine Minute. So, jetzt haben wir die Gebiete auf jeden Fall schon mal verbunden und kommen an die Werkzeuge ran. Ach ja, im Hintergrund ist vielleicht schon aufgefallen, ist übrigens keine originale Siedler 3 Musik, sondern das ist meine Playlist, die ich auch für Minecraft verwende. Da ist jede Menge Kram drin, unter anderem auch einige Titel von Siedler 3. Aber ob wir die noch hören werden, weiß ich jetzt nicht, weil ja, keine Ahnung, es sind 250 Titel drin. Die Wahrscheinlichkeit ist also jetzt nicht so groß. Okay, jetzt muss ich mal eben ein wenig mich konzentrieren. Wir haben auch noch keinen... Okay, jetzt haben wir Schaufel und Hämmer, aber wir haben das andere Werkzeug auch noch nicht. Dann mache ich doch mal eben... schicke ich das mal eben mit Eseln hier rüber. Wie viel Kram haben wir denn eigentlich? 8 Äxte, 3 Sägen. Ja, okay, das reicht erstmal alles. Dann ihr Träger. Wegpunkt kommt dahin. Und dann... Ach, ich habe ja genug Esel, von daher kann ich alles schon mal... Zack, zack, die Sensen. Ja, komm, ich schicke alles mal rüber. Gut. Achso, ja, Pioniere noch umwandeln. Dann kann es hier schon mal losgehen. Auch wenn auch nichts, wenn die Gebäude noch nicht besetzt werden können, sie können ja schon mal gebaut werden. Baumaterial, da liegt eigentlich jede Menge um, dann kann ich schon mal ein bisschen ranklotzen hier. So, da noch ein Forsthaus. Dann gleich mal 5, 6, 7, 8 Holzfäller und noch ein Sägewerk und noch ein Sägewerk. Okay, das sollte erstmal reichen. Da kommen auch schon die Esel. Dann ist das Werkzeug auch gleich da. Gut, ich überspringe noch mal eben, oder ich speichere auch schon mal eben ab. Nur zur Sicherheit, nicht, dass ich dir eine Minute überspringen und direkt verloren habe. Denn ich möchte ja nicht direkt von vorne wieder anfangen. Okay, jede Menge Werkzeug. Die Esel haben keinen Job mehr. Dann können die auch noch mal eben Hämmer und Schaufeln rüberbringen. Achso, und wo wir gerade beim Thema sind, man konzentriert sich nicht genug. Ich habe natürlich vergessen, ein Haus zu bauen. Das sollte ich mal eben nachholen, sonst gehen uns dann auch bald die Träger aus. Und ein Siedler-Spieler ohne Träger ist ziemlich schnell am Ende. Was ich übrigens schon öfter mal feststellen musste. Wenn man dann zu schnell expandiert und vergisst die Häuser zwischendrin, dann ist auf einmal Stillstand. Und bis es dann weitergeht, vergeht doch einige Zeit. So, das Haus wird gebaut. Ach ja, übrigens, ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut, beziehungsweise der Ingame-Sound ist nicht zu laut. Für mich auf dem Ohr hört sich das alles sehr gut abgestimmt an, aber ich weiß immer nicht genau, wie das dann nachher in der Aufnahme ist. Und da die Musik und Ingame-Sound direkt in einer Spur drin sind, kann ich das nachher halt nicht mehr ändern. So, hier sind alle Werkzeuge. Ja, sind alle weg. Gut. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich würde sagen, ich halte jetzt erstmal die Klappe und dann ist hier irgendwo ein Schnitt.
dann werde ich jetzt mal ein bisschen aufbauen und ja, mach dann mit dem Kommentar weiter, wenn sich ein wenig was ereignet hat, beziehungsweise wenn sich was getan hat. Thank you.
So, wir sind jetzt bei Minute 36. Ja, mal einen kleinen Zwischenstand. Wo willst du denn hin? Übrigens, ja, ich habe den roten Gegner gefunden. Der kam auch schon einmal zu Besuch zu unserem Turm. Wo stand denn der? Irgendwo hier oben. Den habe ich aber abgerissen. Ich frage mich jetzt gerade, wo der hin will. Der will doch nicht etwa zu diesem Turm. Mich verwirrt das gerade nur ein wenig, dass der ganz alleine ist. Man weiß es nicht. Ah, da... Okay, da folgen ihm noch welche. Ja, ich vermute mal, die wollen zu dem Turm da drüben. Ich würde jetzt gerne... Ach, komm, ich schicke die Diebe jetzt einfach mal vor. Die werden dann wahrscheinlich sterben, aber ist ja egal. Wir haben ja genug davon. Ja, da sind... Ah, nein, 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 nein. Das war knapp. So, dann sollten die jetzt eigentlich wieder abdrehen. Die meisten drehen ab, die anderen verfolgen noch meinen Soldaten hier. Na gut. Und da hauen sie auch wieder ab. Okay. Na gut, dann gucken wir doch mal. Ein bisschen... Das war der erste Dieb. Ein bisschen Gold haben sie schon angehäuft. Haben sie denn nichts irgendwo mal nah an der Grenze, dass ich hier ein bisschen was abzocken könnte? Achso, ich muss mal aufpassen, dass die Diebe denen jetzt nicht in die Quere kommen. Und auch die Pioniere nicht. Na gut, Thema Zwischenstand. Ja, eigentlich habe ich ein paar Häuser gebaut. Sieht man hier, das große Haus ist... Ja, Material ist da, muss noch eben zu Ende gebaut werden. Die Pioniere... Na, geht das gut? Ja, das geht gut. Die Pioniere sind hier fröhlich am Land einnehmen. Ich habe Eisen gefunden, ich habe Schwefel gefunden, ich habe Kohle gefunden. Achso, das war der andere Dieb. Okay. Ja. Schwefel gefunden, jetzt fehlt eigentlich nur noch, fehlen noch Edelsteine für Gold und Eisen. Die Frage ist nur, wo die sind. Der Berg ist noch ziemlich lang und nach unten geht er auch noch weg und hier ist auch noch was. Muss ich mal sehen. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht so viel Neues. Und ich erzähle hier schon wieder die ganze Zeit und vernachlässige wieder den anderen Kram. Warum stehen hier Pioniere rum? Keine Ahnung. Na gut. Achso, ja, erstmal den Fisch verteilen, da wir im Moment noch keine andere Nahrung haben. Dann fange ich hier aber mal mit Getreidefarmen an. Oh, und übrigens hören wir gerade doch mal originale Siedlermusik. Ich dachte, das kommt nicht mehr vor, aber scheinbar ja doch. Okay, ja, die Bögen werde ich demnächst da mal oben mal einnehmen. Hier haben wir Wasser. Ohne Wasser geht... Naja, geht fast nichts. Ohne Wasser gibt es immer noch Fisch, aber... Ganz so toll ist der zur Versorgung natürlich nicht. Da sind Edelsteine. Achso, hier kann ich schon mal... Na komm schon, Schwefelmine. Ich habe zwar im Moment weder Honig noch Brot, um die zu versorgen, aber man kann sie ja immerhin schon mal bauen. Aber scheinbar hat der Römer hier nichts irgendwie an der Grenze und er kann sich auch nicht weiter ausbreiten, weil hier dieser komische Wüstenstreifen voller Kakteen ist. Also kann er immerhin schon mal nicht in mein Gebiet hier eindringen, da muss ich mir keine Sorgen machen. Also fischreich sind die Gewässer hier aber alle irgendwie. Na gut. Achso, die Bäume gehen mir ein bisschen aus. Ich baue vielleicht nochmal ein Forsthaus. Ja, mir macht mich das ja auch so ein bisschen nervös, wenn ich jetzt überlege, dass hier die ganzen, ja, Siedler 3 Profis eventuell zugucken und man denkt dann, macht man es jetzt richtig? Hätte man es vielleicht besser machen können? Hätte man noch anders anfangen können? Keine Ahnung. Irgendwie ist das schon ein bisschen merkwürdiges Gefühl. Aber man kann immer sagen, es ist mein Spiel und ich mache das so, wie ich das will. Auch wenn es dumm ist. Aber ist ja egal. Na gut. Übrigens, irgendwie zwischendurch ist mal ab und zu so ein kleiner Ruckler drin. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Also es ist nur, wenn ich jetzt die Aufnahme laufen habe. Obwohl ja Siedler jetzt nicht so ressourcenhungrig ist. Ist ja immerhin schon ein paar Jährchen alt.
Aber ich denke mal, es ist auszuhalten. So, Edelsteinmine dahin. Ja, so wie es aussieht, nichts, was wir hier klauen könnten. Ich schicke hier nochmal ein paar Diebe zur Erforschung. Eventuell finden wir ja noch ein Goldlager oder sowas. Hier vorne stehen auf jeden Fall überall große Türme. Na gut. Ach ja, Soldatenrekrutierung habe ich auch schon angefangen. Ich weiß immer nicht, ob das so schlau ist, direkt anzufangen mit Level 1. Oder ob es immer besser wäre, auf Level 3 zu warten. Aber meistens habe ich immer nicht so wirklich die Geduld. Ich fange dann, ja, sobald die ersten Waffen da sind, geht's los mit Soldaten. Und die Aufwertung, ja, das war der erste Dieb. Ja, mit der Aufwertung, das geht dann später erst los. Da kann ich eigentlich schon mal gucken. Hier könnte ich, ja, hier ist genug Platz. Da können ein paar Honigwinzer rein, dann später hin. Aber erstmal ist die Nahrung wichtiger. So, Moment, hier stehen auch noch Bäume. Dann mache ich nochmal eben. Ich weiß nicht, ob andere Leute das auch so machen, aber ich muss irgendwie. Habe ich gerne die ganze. Den ganzen Bereich immer frei von Bäumen, damit man schön Platz hat, um sich auszubreiten. Ich weiß nicht, ob andere Leute das auch so machen. Zum Beispiel hier hinten würde ich jetzt auch nochmal einen Holzfäller hinbauen, der die Palmen hier abbauen kann. Ja, abholzen kann. Auch wenn die groß. Was? Achso. Auch wenn die hier großteils eigentlich auf dem Strand stehen, wo man sowieso nicht bauen kann, aber irgendwie bei mir, das muss dann halt alles weg. Dann fühle ich mich irgendwie besser. So, die Bögen sind eingenommen. Was macht denn eigentlich das große Haus? Ist das fertig? Ja, das ist fertig. Dann bauen wir da doch direkt nochmal eins hin. Den Markt, der kann eigentlich weg. Den brauchen wir wohl nicht mehr. Haben wir denn Sensen eigentlich? Nein, haben wir nicht. Moment, wir haben. Achso, die Sensen haben die sich schon geholt. Ja, okay. Aber trotzdem brauchen wir noch Sensen und außerdem könnte ich auch nochmal eine zweite Schmiede bauen. Ich muss ja sagen, das mit den zwei Schmieden mache ich irgendwie seit kurzer Zeit erst, auch wenn ich seit 10 Jahren oder so Siedler 3 spiele. Irgendwie hat mir das sonst immer ausgereicht, aber jetzt seit kurzem ja eine Schmiede, wenn man dann irgendwie 20 Hämmer mal in Auftrag gibt, das dauert doch schon seine Zeit. Da ist eigentlich eine zweite Schmiede recht vorteilhaft. Hm, da könnte ich doch ein bisschen. Oh, da kann ich jetzt auch was klauen. Haha. Das machen wir doch mal. Da liegen schön Fressalien rum, die wir noch nicht haben. Die werde ich den direkt mal abziehen. So, Fisch hatte ich verteilt, oder? Ja, okay. Gut. Ja, dann würde ich sagen, das erstmal soweit. Als Zwischenstand, dann ja, ist hier erstmal wieder ein Schnitt und ich melde mich dann wieder, wenn es was zu berichten gibt. Thank you.
Thank you.
Okay, ja, ich habe mich gerade die ganze Zeit gewundert, warum meine Gebäude hier nicht fertig gebaut werden. Und ich denke, ich habe die Lösung gefunden. Kommt ihr mal dahin. Hier haben wir einen schönen kleinen Stau. Ich hoffe, der löst sich jetzt direkt wieder auf. Ja, sieht gut aus. Oder? Kein Drehwurm drin. Sieht nicht so aus, nein. Da steckt nämlich das ganze Holz fest, was hier überall noch gebraucht wird. Ich habe sowieso das Gefühl, die Amazonen sind irgendwie anfällig für Staus, vor allem an großen Türmen. Das sehe ich öfter auch mal bei den Computergegnern, wenn dann irgendwie Träger an dem Turm, ich weiß nicht, wahrscheinlich von oben so entlang gehen wollen. Und um den Turm rum stehen noch Soldaten oder Soldaten kommen aus der anderen Richtung. Dann passiert das ganz oft, dass da dann sich so ein komischer Stau bildet. Und da habe ich es dann auch öfter schon mal erlebt, dass dann Computergegner sich dadurch quasi komplett handlungsunfähig gemacht haben. Weil dann irgendwann hier so eine riesige Traube um diesen Turm rumsteht, weil dann die gesamten Träger des Spielers alle in dieser Traube drin stecken und überhaupt nichts mehr funktioniert. Irgendwie scheint das Turmdesign da so ein bisschen anfällig für zu sein. Na gut, dann geht es hier jetzt auf jeden Fall endlich mal weiter. Überall irgendwie ein oder zwei Hölzer wurden hier noch benötigt und ja, die steckten alle da oben fest. Ach ja, und ich habe mir in der Zwischenzeit jetzt auch überlegt, ich schneide die... die Stellen, wo ich nichts sage, schneide ich jetzt nicht raus. Ich lasse das einfach so durchlaufen. Das ist dann halt, ja, nur teilweise kommentiert das Video. Und ja, teilweise sind dann halt, lauft. Genatzt. Teilweise sind dann halt Stellen, wo dann nur reines Gameplay zu sehen ist. Aber ich denke mal, das ist auch so in Ordnung. Ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, man kann ja die Stellen ohne Kommentar überspringen, wenn man das nicht so gut findet, aber da man ja wahrscheinlich nicht weiß, wo der Kommentar wieder einsetzt, geht das natürlich eher nicht so. Naja. Es sei denn, ich schreibe das irgendwie in die Beschreibung, wo Kommentar ist, aber dann müsste ich das selber nachgucken und ja, man ist ja faul, ne? Und nee. Ich glaube, ich lasse das mal so. Na, jedenfalls, der erste Honig ist da, das muss noch... Ah, was? Wo? Nein, lauf! Oh. Naja gut, mit Verlusten... Mit einem Verlust können wir wohl leben. Ansonsten gehen die Gegner auch relativ ruhig. Ich habe jetzt hier übrigens meine Soldaten um meinen einzigsten Turm platziert. Meistens hilft das ja, um den Gegner von Angriffen abzuhalten. So, und jetzt kann auch endlich die Waffenproduktion hier unten mal ein bisschen anfangen. Ja, und ich weiß, mit Gold hänge ich, glaube ich, auch ziemlich hinterher. Die, Goldschmelz ist jetzt auch fertig. Es ist halt ein bisschen doof, dass man für die Schwefelminen Honig oder Brot braucht. Also besser Honig als Brot. Weil ohne Schwefel kann man natürlich auch die Labore nicht betreiben. Und ich weiß nicht, ob das ein Fehler von mir so ist, dass ich mir mit dem Honig immer so viel Zeit lasse. Ich weiß nicht, vielleicht sollte man... Ja, also irgendwie eine Honig, zumindest eine Winzerei schon mit den ersten Gebäuden einfach bauen, die man sich hinstellt. Und ich habe wieder vergessen, neue Werkzeuge in Auftrag zu geben. Das ist auch immer so ein... Ja, keine Ahnung. Da verliere ich, glaube ich, etwas Zeit, weil dann... weniger Bauarbeiter zur Verfügung stehen, als eigentlich da sein könnten. Manchmal denke ich immer dran und ich weiß nicht, im Gameplay sieht man das ja auch. Guck hier alle paar, naja, zweimal die Minute hier rein, ob die Werkzeuge fertig sind und dann vergesse ich es wieder und gucke eine halbe Stunde gar nicht rein. Und wundere mich dann, dass die Gebäude nicht fertiggestellt werden, beziehungsweise nicht genug geschaufelt wird oder was auch immer. So, die Winzerei ist auch fertig. Ja, mit Honig ist noch nicht ganz so doll. Die Bäume sind noch nicht groß genug. So, eine zweite Schweinefarm.
Schwein. Wobei, so schnell gehen uns die Rohstoffe ja auch nicht aus. Unser Gegner versorgt uns hier ja mit aller Hand, auch wenn der hier nur zwei Minen... Moment, hat er eigentlich nur... Der hat hier diese beiden Minen. Hat er denn woanders noch einen Berg? Weil sonst kann der ja kaum richtig Soldaten produzieren. Ich habe jetzt die Map-Vorschau nicht mehr im Kopf. Das kann sein, dass der hier hinten noch irgendwo einen Berg hat. Ansonsten kann das ja gar nicht sein. So kommt er ja gar nicht dazu, viel aufzubauen. Oder es ist so geplant und er soll auch nicht so viel aufbauen. Und ich baue schon wieder viel zu viel auf und habe dann am Ende wieder irgendwie 2000 Soldaten übrig. Wie es meistens bei mir ist. Kling, kling, kling. Achso, doch nicht. Hier ist auf jeden Fall noch Kohle, aber im Moment reicht erstmal das, was wir haben. So, jetzt kann man auch sehen, jetzt geht das auch mal mit dem Gold hier ein bisschen weiter. Die Schwefelmine hat wahrscheinlich den ersten Honig bekommen. Ich könnte dann auch mal eine zweite eigentlich dazu bauen. Aber da müssen die Geologen erstmal wieder ran und den Schwefel suchen. Zwei Labore habe ich, kann ich, habe ich irgendwo noch Platz vielleicht... Ach ja, hier. Kommt da noch eins hin und da noch eins hin. Und die Labore können dann auch noch wieder eine Waffenschmiede versorgen. Und so langsam geht mir der Platz ein bisschen aus. Alles vollgebaut bis auf diese kleine Ecke hier. Wie viele, ich Moment, das sind jetzt 8 Honig, Winzer, nee Quatsch, Imkereien. Und Winzereien sind ja diese Dinger hier. Da kommt da noch eins hin und da noch eine und dann noch zwei kleine Tempel. Das sollte dann erstmal reichen. So, kriege ich hier noch Wasserwerke? Da passt noch eins hin. Ja, und dann sollten die, glaube ich, auch ausreichen. Gut, habe ich die Häuser wieder vernachlässigt? Nein, das eine ist gerade fertig. Dann kommen direkt nochmal zwei dazu. Träger kann man ja nie genug haben. Okay, dann mal gucken, wo der Schwefel hier noch sich versteckt. Scheinbar passt da eine Mine noch direkt daneben, aber ich lasse die nochmal ein bisschen suchen. Und weitere Goldlager bräuchte ich eigentlich auch, aber wohin bauen? Hier ist noch ein bisschen Platz, aber vielleicht brauche ich das auch noch für die Nahrungsversorgung. Was? Wo? Was? Ach so. Ah, nein! Ein weiterer Verlust. Oh nein, oh nein. Und ich muss ja sagen, so langsam juckt es mich jetzt auch in den Fingern schon. Ich würde gerne mal einen kleinen Angriff starten. Ich befürchte nur, ich bin dafür noch nicht stark genug. Vor allem haben die hier überall große Türme stehen und die sind schon mal böse. Vor allem, weil wir noch keine Level 2 oder 3 Soldaten haben. Na, immerhin schon 20% Aufwertung. Dann kann es ja bald losgehen. Ja, okay, Schwefel passt hier noch direkt daneben. Vielleicht da noch einen hin. Zwei Minen, die müssten... Ja, vier Labore müssten wir eigentlich schaffen. Okay, Geologen, dann könnt ihr wieder die Arbeit einstellen. Ja, Eisenschmelzen habe ich vier... ja, doch, vier Stück. Da reichen die drei Minen eigentlich auch. Also für mehr Minen hätte ich auf jeden Fall noch jede Menge Platz, nur... Für die Produktion habe ich keinen Platz mehr, das ist ein Problem. Ich würde die Produktion eigentlich auch ganz gerne noch ein bisschen erhöhen. Da kann zum Beispiel noch eine Schmelze hin. Und dann kommt hier noch eine Schmiede hin und hier noch eine Schmiede hin. Ja, und dann war es das auch so ziemlich mit unserem Platz. Hier oben, wo die Steine abgebaut sind, passt noch ein bisschen was hin, aber doll ist das nicht mehr. Hier hinten ist noch eine kleine Ecke. Ich könnte natürlich versuchen, einen Turm... nee, hier sind große Türme. Und die beiden hier vorne könnte ich versuchen. Da wäre auch gleich die Kaserne und ein Goldlager. Ich glaube aber nicht, dass das funktionieren wird. Wahrscheinlich müsste ich dann einmal... würde ich dann kläglich scheitern und müsste dann... den Spielstand nochmal wieder laden.
Na, ich warte erst noch mal ein bisschen ab. Thank you.
So, inzwischen habe ich mal eben einen Tempel gebaut und ich würde sagen, wir decken mal eben die Karte auf und gucken einfach mal, wie stark denn unser Gegner ist. Och, das ist ja... Okay, das ist wesentlich weniger, als ich jetzt erwartet hätte. Auch wenn die Level 3 sind, denke ich mal, kann ich schon ein bisschen Schaden anrichten mit meinen, ja, größtenteils Level 1 Soldaten. Achso, was haben die denn an Gold? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Da ein volles Lager, das ist nicht ganz voll. Da ist ein bisschen was. Goldmäßig ist auch nicht so doll, also ich denke mal, da kann ich schon einen Angriff wagen. Achso, ich muss ja Truppen zurücklassen, damit die meinen Turm hier nicht in der Zeit erobern. Muss ich eigentlich die Truppe da lassen, dann... Ja, okay, nehme ich die hier unten. Achso, ich habe auch die... Ach ja, ich weiß auch gar nicht, ob das so schlau ist. Ich mag irgendwie die Speerkämpfer nicht. Ich setze meistens die Produktion von Speerkämpfern runter. Vielleicht kann mir ja jemand von den Zuschauern mal sagen, wofür Speerkämpfer eigentlich genau gut sind. So aus Erfahrung würde ich jetzt sagen, die sind irgendwie oder halten länger durch als Schwertkämpfer, aber beim Türmeerobern brauchen sie auf jeden Fall ewig lange und viel länger als Schwertkämpfer. Kommt mir zumindest so vor, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber wo sind Bogenschütze? Ich brauche einen Bogenschützen da. Jedenfalls kommt es mir so vor. Von daher, ja, setze ich die Produktion immer ein bisschen runter. Beziehungsweise meistens später, wenn Großteil der gegnerischen Soldaten erledigt ist, mache ich sie manchmal auch ganz aus, wenn ich wirklich nur noch Soldaten brauche, um die Türme zu erobern. Dass ich dann einfach nur noch Schwertkämpfer produziere. Also, was ist hier wieder? Ach so, ein Gong ist fertiggestellt. Ja, ich wollte eigentlich die Gongs nutzen, um die Gegner anzulocken und die dann halt mit Bogenschützen auszuschalten, aber ja, bei den paar Truppen, die haben, da brauche ich das wahrscheinlich gar nicht. Und ich war mir gar nicht so sicher, der Gong... Ja, genau, das hatte ich befürchtet. Der Gong kann nicht über den Berg rüberfahren. Dann kann die Werkstatt direkt wieder weg. Dann können die Bauern da wieder ihr Getreide anpflanzen. Na gut. Achso, da kommen noch Bogenschützen von da oben. Ja, hier stehen jetzt nicht mehr so viel rum, aber es wird wohl reichen, um den Turm zu schützen und Angriffe zu verhindern. So, dann schicke ich mal... Die Bogenschützen schicke ich irgendwie immer vor als, ja, Kugelfang, könnte man sagen. Damit die die ersten Angriffe abbekommen. Und auch weil die sowieso langsamer sind als die Schwertkämpfer. So, ich habe jetzt nicht gespeichert vor dem... Ich mache nochmal eben schnell. Meistens nehme ich mir dann immer vor dem ersten Angriff wird erstmal abgespeichert. Und falls es dann scheiße läuft, dann kann man immer noch... den Spielstand wieder laden und nochmal versuchen oder ja die Taktik ändern. Aber meistens mache ich es dann doch nicht. Da denke ich mir auch, jetzt sind die Soldaten tot. Okay, ist halt so. Okay, da ist die erste feindliche Truppe. So, und wenn es jetzt optimal läuft, dann stürmen die jetzt alle hierher. Wollen zu den Turm, werden von meinen Soldaten aufgehalten und alle widerstandslos niedergemetzelt. Der Ingame-Sound ist irgendwie doch ganz schön laut, stelle ich jetzt fest. Ich höre die Musik zumindest fast nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt ist. Hätte ich die Musik ein bisschen lauter machen müssen, beziehungsweise den Ingame-Sound leiser. Ja, der Plan geht relativ gut auf. So, und jetzt kommt natürlich der Priester und bekehrt erstmal jede Menge meiner Soldaten. Das muss ich echt sagen, die Römerpriester, das ist echt so eine Pest. Denkt man sich, hey, schön, erst Angriff starten und zack, erstmal 150 Soldaten bekehrt. Da wurden gerade nochmal wieder welche bekehrt. Und... Nein, diesmal war es ein anderer Angriff. Ängstling oder keine Ahnung, was sie noch beherrschen. Also
So, es kann übrigens sein, dass ich jetzt ein bisschen lauter spreche, weil einfach der Ingame-Sound so laut ist und ich mich selber nicht mehr höre beim Sprechen. Ich glaube, dann spricht man automatisch lauter. Wow, aber ich denke, das sieht doch ganz gut aus. Zwei Türme haben wir erobert, die Truppe da ist auch gleich platt. Können die schon mal da unten weitermachen. Und die Bogenschützen weiter vorrücken. Und wenn die so wenig Soldaten haben, dann kann ich glaube ich auch den Bogenschützenanteil auch nochmal ein bisschen runtersetzen. Wahrscheinlich werde ich dann so viele gar nicht mehr brauchen. Haben die jetzt vielleicht schon irgendwo Goldlager, die ich mal erobern könnte? Nein. So, auf geht's, Freunde. Oder meine Damen, oder wie auch immer. Auf in den Kampf. Übrigens, das Lied im Hintergrund ist ziemlich schrecklich gerade. Das wollte ich schon Ewigkeiten aus der Playlist rausnehmen. Aber, ja, wie es dann immer so ist, man vergisst es dann und dann bleibt es doch immer noch Ewigkeiten drin. Oh, nein, ich habe wieder die Träger vernachlässigt. 98, 7, 97. So, da eins hin. Habe ich irgendwo noch Platz da? Ja, das sieht ganz gut aus. Da wird gerade eine weitere Truppe niedergemetzelt. So, also man sieht auch, mit Level 1 Soldaten kann man ein wenig was bereißen. Aber wenn man dann ja auf der Siedler Map Source bei den Maps in den Kommentaren, teilweise posten die Leute da ja auch mal ihre Spielstände. Und ja, wenn ich das dann mal vergleiche mit anderen Leuten, ist schon teilweise ein krasser Unterschied. Ja, das zu meinen wegen der gleichen Zeit sind die, oder haben die zwar auch gewonnen, haben aber dafür nur, ja, was weiß ich, halb so viele Soldaten produziert wie ich. Weil die eben irgendwie, ja, früher Mana produziert haben oder mehr Mana, ich weiß es nicht. Oder allgemein die Waffen erstmal eingelagert haben, bis die Soldaten aufgewertet sind. Dann hat man natürlich weniger Verluste, aber ja, hatte ich ja schon gesagt, ich bin halt so, hau drauf. Die Masse macht's. Zumindest in den meisten, auf den meisten Karten. Für gewöhnlich hat man ja doch, ja, eigentlich ausreichend Rohstoffe. Ich meine, sieht man hier ja auch, das ist noch alles voll Kohle. Eisen gibt's hier noch überall, hier ist noch überall Gold. Also wahrscheinlich, wenn ich den Platz hier gehabt hätte, hätte ich auch 20 Waffenschmieden damit betreiben können. Aber ja, jeder halt, wie er es. Was wollte ich jetzt sagen? Jeder, wie er es am besten kann oder am besten mag oder was auch immer. Ja, gut, ich glaube, Level 3 erreichen wir dann auch. Na, vielleicht. Die ersten könnten noch Level 3 erreichen. Ansonsten denke ich mal, der Gegner wird uns nicht mehr viel entgegenzusetzen haben. Zeitvorgabe für die Karte waren, glaube ich, 1,5 bis 2 Stunden. Wir sind jetzt bei 1,42, also würde ich sagen, voll in der Zeit. So, jetzt haben wir 7,61, dann kann ja ein Haus wieder weg. Im Moment könnte ich jetzt auch hier unten Häuser bauen, aber es lohnt sich, glaube ich, gar nicht mehr. Und hier geht es jetzt erstmal auf zum fröhlichen Plündern. Ich weiß gar nicht, was wollen die denn hier wegholen? Getreide? Nein. Mehl? Nein. Eisen? Nein. Achso, die Waffen wahrscheinlich. Und Waffen sind ja immer eine beliebte Beute. So. Ja, und hier, meinen Mädels brauche ich auch gar nicht mehr viel befehlen. Die machen das schon alles selber. Wobei meistens machen sie ja immer genau das, was sie nicht sollen. Laufen irgendwelchen Leuten nach, obwohl sie es nicht sollen. Bleiben irgendwo stehen, obwohl sie es nicht sollen. Greifen Türme an, obwohl sie es nicht sollen. Greifen Geologen an, obwohl noch Soldaten in der Nähe sind. Das können die teilweise ja ganz gut. So, Level 3, Schwertkämpfer immerhin, aber mehr werden wir wohl auch nicht schaffen.
92 Kampfkraft inzwischen. Ja, das Gold haben wir erobert. Hier sind noch jede Menge Waffen. Die können auch erstmal geplündert werden. Auch wenn wir sie gar nicht mehr brauchen. Scheiß drauf. Ja gut, der Römer pfeift aus dem letzten Loch. Ach ja, die Endstatistik würde ich gerne dann auch noch zeigen, kann ich aber nicht, weil das Spiel läuft in einer anderen Auflösung als die Endstatistik, das heißt, die Aufnahme wird unterbrochen, aber ja gut, ich kann es nachträglich dann ins Video noch einbauen, werde ich dann wohl auch machen. Und ja, keine Ahnung. Was gibt es sonst dazu sagen? Eigentlich nicht viel. Bam. Ja, eigentlich nur, ich hoffe, ja, diese Mischung aus Gameplay und ja, Let's Play, könnte man eigentlich dazu sagen. Jedenfalls mit Kommentar, ohne Kommentar, hat euch gefallen und über, ja, Kommentare freue ich mich natürlich. Positiv wie negativ, wie auch immer. Die Profis können ja auch gerne mal vielleicht schreiben, was ich besser machen könnte, was ich falsch mache. Da bin ich ja offen für alles. Und ansonsten, ja, hoffe ich dann, ihr seid vielleicht auch beim nächsten Longplay wieder mit dabei. Wie gesagt, diese Karte war jetzt von Sascha. Die andere, die ich schon gemacht hatte, ohne Kommentar, war von Mana. Und ich hatte mir jetzt gedacht, ich versuche jetzt einfach mal von jedem ja, Mapper, der noch aktiv ist, erstmal eine Karte zu spielen, bevor ich dann von irgendeinem vielleicht nochmal das zweite mache. Aber kommt ja halt auch immer drauf an, wie die Karten veröffentlicht werden. So, der letzte Turm. Die Bogenschützen können mal ein bisschen aus dem Weg gehen. Ach, die Soldaten sind auch nur Level 1, dann geht das ja flott. So, da ist jetzt... Ne, sind das zwei Speerkämpfer? Ich sehe es. Ja, das sind zwei Speerkämpfer. Und ich habe dann immer das Gefühl, die Speerkämpfer brauchen ewig, bis sie mal einen da tot gekriegt haben. Ich weiß nicht, vielleicht täuscht es. Wenn ihr mir da mehr Infos geben könnt, dann halt, wie gesagt, gerne Kommentare. Boom. Das war's. Sie haben das Spiel gewonnen. Ja, unsere Zeit 1:46 liegen wir genau. Zwischendrin in der vorgegebenen Zeit. Gibt es hier noch was Tolles? Nö. Bisschen totes Gebiet. Naja gut. Ja, eigentlich hatte ich ja eben schon alles gesagt. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.